Die Köchin Lisa Kuschke, Auszubildende im Klinikum Fulda, und Theresa Gies, Auszubildende als Hotel- und Restaurantfachfrau im Romantikhotel Goldener Karpfen, siegten beim 37. Wettbewerbsmenü des Wehner Kroma Pokals in der Eduard-Stieler-Schule. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine überaus große Freude, Sie zum 37. Wehner Kroma Pokal unter dem Motto 25 Jahre deutsche Einheit im Dreiländereck Rhön, Hessen, Franken, Thüringen, gemeinsam mit Herrn Wolfgang Wehner und Herrn Oliver Wehner ganz herzlich begrüßen zu dürfen. 11 angehende Köche und 9 zukünftige Servicekräfte fanden sich unter dem Motto 25 Jahre deutsche Einheit im Dreiländereck Rhön in der Eduard-Stieler-Schule ein und servierten den rund 60 geladenen Gästen ein Viergänge-Menü, um den begehrten Wanderpokal zu gewinnen. Ich bin sehr, sehr beeindruckt, was sich die jungen Leute da überlegt haben, dieses Thema hier an dem Tisch zu gestalten. Das war das schwierigste Thema, was wir bisher überhaupt hatten. Es ist viel einfacher, eine Hochzeit, Begräbnis, Geburtstag, Yachtessen oder sowas zu machen. Aber dieses Thema war eine echte Herausforderung und es ist super gelöst worden. 2 Tage hatten die Teilnehmer Zeit, aus einem fest vorgegebenen Warenkorb mit ausschließlich Produkten aus der Region passend zum Thema ein eigenes Viergänge-Menü zu erstellen, um sich schließlich am Prüfungsabend den kritischen Blicken der Jury zu stellen. Insgesamt wurde auf einem sehr hohen Niveau gekocht und bedient. Auch die liebevoll gestaltete Tischdeko der Teilnehmer konnte sich sehen lassen. Landrat Bernd Weude erklärte, warum die Veranstaltung so wichtig für die Region ist. Ja, sie hat eine große Tradition, fast 40 Jahre. Und sie lenkt den Fokus auf etwas, was heute sehr aktuell ist, nämlich die Ausbildung junger Menschen, gerade in der Hotellerie, in der Gastronomie. Und das ist sehr aktuell. Wir haben Fachkräftebedarf, gerade in den Gaststätten, in den Hotels. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gerade auch durch einen solchen Leistungswettbewerb junge Menschen an die Ausbildung heranführen, zeigen, was da möglich ist, berufliche Perspektiven entwickeln. Und deshalb ist der Groma-Pokal ganz, ganz aktuell und wichtig. Alle Teilnehmer gaben ihr Bestes und lieferten großartige Ergebnisse ab, die auch dieses Jahr wieder zeigten, dass auch in groß- und gutbürgerlichen Küchen auf einem sehr hohen Niveau gekocht werden kann.